Christi Himmelfahrt, von der deutschen Bezeichnung her doch ein sehr eigenartiger, schwerer Begriff. Jesus, als wenn der so da irgendwie nach oben wegfährt. Dass es so einfach nicht ist, zeigt allein schon die Tatsache, dass es in der Bibel im Neuen Testament verschiedene sogenannte Berichte darüber gibt, also verschiedene Annäherungen, die sich äußerlich teilweise widersprechen, aber ich denke, genau das ist gut. Denn hier geht es um eine Sache, die nicht zu umfassen ist, also wie ich einen Gegenstand sozusagen halten kann, umfassen kann, sondern ich kann mich immer nur versuchen, dem mich anzunähern aus verschiedenen Richtungen, einem Sachverhalt, den ich letztendlich nicht greifen kann. Nur finde ich, dass das damit nicht etwas Vages ist, sondern etwas, was mich total berührt und was mich eben im guten Sinne herausfordert. In dem Sinne hat biblisches Denken mit Lebenskunst zu tun, weil dich durch die verschiedenen Annäherungsweisen wird etwas in dir herausgefordert. Der große Denker Nikolaus Cusanus sprach hier von der Kunst der Annäherung, der Ars Conjecturalis, also immer wieder mich einem Sachverhalt anzunähern und zu gucken, was zeigt sich von der Seite, was zeigt sich von der Seite. Und so ist das auch mit diesem Gedanken des heutigen Tages, Christi Himmelfahrt. Was zeigt sich da für uns? Ich denke, es ist nicht notwendig, dass mich das in meinem Leben total verunsichert, wenn eine Sache eben nicht zu greifen ist. Das ist manchmal eine sehr schnelle Ausrede. Ja, ich kapiere das nicht, kann mir das nicht vorstellen. Wirklichkeit ist nicht so, dass ich sie umfassen kann, sondern ich bewege mich halt in ihr. Die Frage, die das positiv an uns stellt, wie viel sogenannte Sicherheiten brauche ich eigentlich? Werden Sicherheiten, Klarheiten deinem Leben überhaupt gerecht oder ist es nicht tatsächlich so, dass du in etwas Unfassbarem geborgen bist? Das gilt im Großen, das gilt in der Begegnung mit Menschen. Ja, das sind keine Sachen, die man im Griff hat, keine Sicherheiten, sondern immer nur Annäherungen und Begegnungen. Ich denke, wir dürfen lernen, als eine positive Lernerfahrung, dass Sicherheiten und Absicherungen im Laufe unseres Lebens wegfallen. Natürlich ist das jetzt in vielem auch schmerzhaft, wie wir es in der Pandemie erleben. Aber das öffnet etwas, wenn wir es wirklich an uns heranlassen. Und darum geht es. Das heißt, Himmelfahrt führt uns an unsere Grenzen, auch die Grenzen unseres Verstehens und zeigt uns, dass aber genau an den Grenzen Leben aufbricht. Das gilt für alle Grenzerfahrungen. Es gilt auch für leidvolle Grenzerfahrungen. Da bricht etwas auf. Wenn wir auf Kunstwerke schauen, ich finde, ein Kunstwerk ist dann ein gutes Kunstwerk, wenn es etwas offen lässt, wenn es über sich hinausgeht. Etwas, was alles darstellt, ist ganz schnell in der Gefahr, dass es Kitsch ist. Ein gutes Kunstwerk muss Fragen offen lassen, muss verschiedene Annäherungen erlauben und zum Weiterfragen anregen. So ist das mit Himmelfahrt, ein großes Kunstwerk Gottes, um das es letztlich da geht. Wenn wir zurückschauen auf die Überlieferungen im Neuen Testament, dann gibt es ja so eine komische Übergangszeit von Ostern bis jetzt eben zu dem, was wir Himmelfahrt nennen. Wo Jesus da ist, nicht da ist. Es war eine Lernzeit für die Jünger, die damit gemeint ist, dass sie eben verstehen, Jesus ist lebendig, aber auf eine ganz andere Weise, als wenn einer jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur biologisch lebendig ist. Sondern hier geht es um eine tiefere Lebendigkeit, um etwas, was uns dann auch belebt, ja, was auf dich überspringt. Das mussten die Jünger erstmal lernen. Dafür brauchten sie eine Übergangszeit. Und dann eben verschiedene Zeichen, verschiedene Begegnungen mit Jesus, die aber nicht das Eigentliche sind. Bei all diesen schönen Begegnungserzählungen, auch von Maria Magdalena mit Jesus oder Emmaus-Jünger, geht am Ende es doch weiter, weil es eine Übergangszeit ist, um die eigentliche Gegenwart, die eigentliche Lebendigkeit zu verinnerlichen, die in der Gottesliebe eben ist. Da hinein wird Jesus aufgenommen. Das ist der Weg der Himmelfahrt. Da hinein ist er lebendig. Das mussten die damals erstmal lernen, weil die ihn ja zunächst mal als einen ganz konkreten Menschen erfahren haben. Aber der konkrete Mensch ist dann eben durch das Ostergeheimnis viel mehr. Es ist auch unser Weg, um den es da letztlich geht. Und in dem Sinne entfaltet dann vor allem die Apostelgeschichte eine totale Dynamik. Von diesen kleinen persönlichen Begegnungen wird das zu einer ganz großen Bewegung. Paulus, der in andere Länder aufbricht, Athen, Rom, in die Zentren der damaligen Welt. Das ist so eine Dynamik, die sich dann eben daraus
entfaltet, als klar ist, wo ist die Richtung, ja, wo ist Himmelfahrt? Eben kein Weg weg, sondern in die Gottesliebe, Aufnahme in die Nähe. Es ist für uns wichtig, dass wir uns auch diese Lebensdynamik klar machen, weil wir sonst sehr, sehr schnell gelähmt sind, auch durch frustrierende Erfahrungen um uns herum. Zum Beispiel in unserer Kirche konkret. Ich finde, es ist wichtig, dass wir jetzt sehen, wo wir so enttäuscht sind über so vieles, dass die Institution uns nicht retten kann, dass das nur eine dienende Funktion hat und nicht das Eigentliche ist der Kirche, die Institution. Kirche ist ein geistiges, inneres Geheimnis und nur von dort kommt das eigentlich. Deswegen ist es ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm, dass wir jetzt äußerlich mal total ernüchtert werden von dieser Wirklichkeit und da auch nicht mehr das Eigentliche von erwarten. Das ist ein schmerzhafter Lernprozess. Also, Himmel, können wir jetzt im Blick auf Himmelfahrt sagen, ist also nicht da oben. Ne? Man sagt so schnell, der da oben. Nein, das ist nicht die Richtung, um die es geht. Deswegen sagen die Engel zu den Aposteln auch, was schaut ihr eigentlich da nach oben? Völlig falsche Richtung. Ne? Also guckt hier nach unten, guck in dich hier rein. Es geht bei diesem Fest um die eigentliche Nähe, jenseits aller äußerlichen Distanz. Man sagt in der Überlieferung, Gott ist uns näher, als wir uns selber sind. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, sagt Paulus. Ja, also um diese Nähe jenseits aller Distanz geht es. Gott als der Grund, der alles zusammenhält, in den hinein ist Jesus gegangen und uns gegenwärtig. In den hinein bewegen wir uns auch. Deswegen heißt es bei Markus so schön, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen, nicht nur den Menschen, allen Geschöpfen, der ganzen Natur, weil es hier um den zusammenhaltenden Grund von allem geht. Letztlich also Himmelfahrt nicht der Blick nach oben, sondern in uns gehen. Schauen, was passiert da in dir, wie relativieren sich da Nähen, Distanzen und dann spüren dieser Weg in dich hinein. Das ist keine Sackgasse, sondern da geht es dann entscheidend weiter. Da geht es zu Gott, da geht es zu dir selbst und in dir geht es dann auch zum anderen, weil es darum geht, dass die Distanzen aufgehoben und relativ sind.